Wir können uns mal noch angucken. Warte. Ich habe jetzt so die ganzen letzten Videos nicht mehr. Alter, das wollte ich mir noch angucken. Das krasseste Meinungsblogger-Treffen aller Zeiten. Leute, was geht? Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause, wie ihr vielleicht mitbekommen habt über unsere Insta-Accounts. Wir waren in Braunschweig und haben uns mit den restlichen relevanten Meinungsbloggern aus der Szene Ja, Carsten, getroffen. ruhig Und jetzt stehen wir im Stau, wissen nicht, wie lange das hier dauert, so eine Vollsperrung, und haben uns einfach gedacht, nutzen wir die Zeit einfach so ein bisschen produktiv und nehmen hier einfach mal das Video auf. Und lasst euch nicht von dem Pferdegegacker da hinten im Hintergrund stören. Da sind irgendwelche besoffenen alten Schachteln, die da sich über irgendwelche billigen Witze kaputt lachen. Wir haben uns einfach mal gedacht, wir reden einfach mal so über die ganzen Erlebnisse, über das Wochenende, wie die einzelnen Meinungsblogger so waren, wie man sie persönlich kennengelernt hat, wie sie drauf waren. Oh, Und meine machen Alter, ich mal so bin ein gespannt kleines auf jeden Recap. Fall. Dazu habe ich natürlich auch meinen prominenten Gast, Dude mit Maske, eingepackt, Was geht? der da einfach auch seine Meinung dann dazu sagt. Und wir haben dann gesagt, wir machen das einfach in so einem Interviewformat, packen einfach unsere beiden Meinungen und bündeln das so ein bisschen und laden das dann auf meinem Kanal hoch. Yeah. Ja, was haben wir zuerst gemacht? Wir waren bei KuchenTV und sind dann auch direkt zu seinem Fußballtraining gefahren. Und der hat uns im Vorfeld gefragt, ob wir da mittrainieren wollen. Jetzt, Dude mit Maske und ich, wir hatten jetzt nicht so die große Lust, sage ich jetzt mal, weil wir auch seit längerer Zeit keinen Sport. Also ich war übrigens mit dabei. Ich hab Fußballtraining mit durchgezogen bei Tim. Das war das einfachste Training, was ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich. Das wirklich mit Abstand einfachste. Also, ich hatte noch nie so ein chilliges Training erlebt. Nicht mal bei uns in der untersten Liga hat man so chillige Trainingseinheiten wie das, was wir dort erlebt haben. Mehr gemacht haben. Und Kerstin, der Einzige, der sich dazu bereit erklärt hat, war Alpha Kevin. die Maschine. Genau, der Typ ist eine richtige Ja, der Maschine, Typ, der ist also absolut durchtrainiert. Also, das ist Wahnsinn. Ne? Also. zumindest die 2 Sekunden, die wir da begutachten konnten, haben wir festgestellt, der Junge hat es einfach fußballerisch richtig drauf und konditionell erst recht. Tim Auf hat jeden auch Fall, einige Mann. krasse Freistöße geschossen und gegen die Latte geschmettert. Da musste ich echt mal meinen Hut ziehen. Hey, Im wahrsten Sinne das war bloß so zwei, drei Schüsse haben wir gemacht, sonst hatten wir eigentlich bloß so Minispiele gemacht. Also so auf Kleintor haben wir bloß geschossen. Hast du Glasfaseranschluss? Ja, Mann. des Wortes. Ja, was haben wir gemacht? Just Nero war ja auch. Krasser war eher Bowling, würde ich sagen. Ich glaube, von mir erwartet man nicht, dass ich eine Bowlingkugel aufgrund meines sehr niederschwelligen Bizeps, denkt man eigentlich, dass ich keine Kraft habe und dass die Bowlingkugel mit 5 km/h vorgeschleudert wird. Aber ich rasiere die Kugel komplett weg. Also wirklich komplett weg. Ich bin so einer, ich kann, das ist wie bei meinem Bruder, ich kann nur mit Gewalt. Und es hat auch funktioniert. Ich hatte eine 173er-Runde direkt im ersten Durchlauf. Das ist für mich in Ordnung, also es ist für mich gut, auf jeden Fall. Also 173 kann man sich gar nicht beschweren. Das ist, da ich am Anfang ein bisschen verkackt habe und dann am Ende verkackt habe, waren es trotzdem nur Strikes und Spares. Und ja, die zweite Runde war dann eine 125er Runde oder so. Da habe ich ein bisschen abgekackt. Also muss ich sagen, da bin ich nicht ganz so zufrieden. 120 ist nicht so meins. Aber ich bin meistens so im 140er-Bereich, 150er-Bereich. Also das ist auf jeden Fall, kann ich mich nicht beschweren. Das ist an sich eigentlich eine ganz gute Marke. auch mit Ja. dabei beim Fußballtraining, Mal schauen. und wir standen eigentlich abseits des Feldes, haben ein bisschen zugeguckt, haben ein bisschen gequatscht. So, ich meine, man hat sich auch das erste Mal gesehen, man muss sich auch mal rantasten, ne? Das ist natürlich am Rantasten, Anfang immer ja. so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen schräg, weil man die Leute ja erstmal nicht so kennt, ne? Man muss erstmal gucken, okay, wie tickt da jeder Einzelne so, wie muss man den nehmen, so, und muss da ein Gefühl für entwickeln. Aber ich habe gemerkt, man ist so auf einer Wellenlänge eigentlich im Ja, Mann, Grunde. Wir übel. haben uns eigentlich alle ziemlich gut Tiger-Typ, verstanden, moin. waren dann auch abends dann bei KuchenTV zu Hause, haben dann da ein bisschen gechillt, war auch recht entspannt, haben dann auch ein bisschen was gespielt. Ja, und am nächsten Tag waren wir dann auch wieder unterwegs, haben was Schönes, Leckeres gegessen, wollten dann eigentlich dann noch in so eine Bar gehen, waren dann aber dann doch bei KuchenTV, dann da nochmal einen schönen Abend und Ja, wir waren Bowling spielen. ach ja, genau, guck mal, ich konnte das dann vergessen. Da hat einfach Kevin alles abrasiert. Deswegen Boah, habe ich auch gerade gesagt, der ist so eine Maschine. Der hat wirklich alles weggekegelt die ganze Zeit. Also ich habe Real Talk noch niemanden gesehen, der so viele Strikes wirft. Das war ganz merkwürdig. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Und vielleicht wird das ja nochmal gepostet werden. Wir haben auf Insta nämlich die Ergebnisse auch gepostet gehabt. Also ich bin abgeschlagen letzter geworden. Und einfach Kevin, ich glaube, der hat in der ersten Runde 177 Punkte oder so. Also das ja, war Mann. geisteskrank einfach. Also, ihr seht ja jetzt schon hier in der Aufnahme, so, ich habe jetzt den hier krassen Bizeps so. Ne? Nee, ich habe. Ja, guck mal. Und Alpha Kevin hat eigentlich auch nicht so einen Bizeps. Nee. Aber Junge, was der für, wie der die Kugel da durch die Gegend schmettert, das ist echt nicht mehr normal. Also, dass da kein Atompilz hinten aufgestiegen ist, das war echt alles, ne? Das war echt Ich der sag's doch, Oberknaller. Leute, ich Ja, er hat sag's dann auch zu doch. Recht natürlich alle Runden gewonnen. Wir waren halt grottenschlecht. So, vor allem Just Nero, der hat die Kugeln auch immer so schräg abgeworfen. Aber er hat auch viele Punkte geholt in der ersten Ey, Runde. Ist dann aber. Just Nero hat am Anfang echt gut geworfen. Also der hat ganz komisch geworfen, der hat die Kugel immer so komisch weggeschmettert. Also so mit Schnitt. Aber der hat immer getroffen. So, aber dann in der zweiten Runde oder beziehungsweise am Ende der ersten Runde hat er dann halt abgekackt und dann ist er in der zweiten Runde, hat er keinen Bock mehr gehabt, weil es nicht mehr funktioniert hat, Mann. Letzter Das geworden. war so Ja, im stark. Nachhinein ist er noch ein bisschen abgesagt, da hat dann Ja, KuchenTV noch Pascal, ich aufgeholt. probier's, Mann. Und in der zweiten Runde, da war dann halt auch KuchenTV auf Platz 2.
Jasnero war, glaube ich, auf Platz 3 oder Platz 4. Ne, Platz 4, glaube ich. Jo. Da war ich dann glücklicherweise mal auf Platz 3, weil bowlen kann ich eigentlich auch nicht. Aber was ich halt komisch finde, ist, ich gehe kaum bowlen. Also ich gehe kaum Bowling spielen, vielleicht so 2 oder 3 Mal im Jahr. Und trotzdem, Alter, ich kann das einfach so. Also da muss ich wirklich sagen, das ist so eine Sportart, die kann ich einfach. Das ist cringe, Alter. Ja, ich habe ja zum Beispiel jetzt auch nicht so viel Plan vom Bowlen, so ich bin da eigentlich auch richtig schlecht drin, da mache ich auch kein Geheimnis raus. Ne? Ich habe da einfach keinen Plan und auch nicht so die große Kraft, sag ich mal, in den Armen, so weil ich einfach jahrelang nur am PC gesessen habe, worauf ich nicht so stolz bin, aber das ist dann eine andere Geschichte. An sich muss ich aber sagen, das hat halt doch am Ende ganz viel Spaß gemacht und kann man sich auf jeden Fall mal öfter geben. Ja, wie fandst du das Bowlen an sich noch? Ich fand das Bowlen ganz nice an für sich. Also ich bin, wie ich das ja auch gerade schon gesagt habe, echt nicht krass im Bowlen irgendwie. Ich habe dann versucht, Alpha-Kevin zu kopieren, das hat dann eher suboptimal geklappt. Deswegen kopiert mich nicht. Generell vielleicht, also ich fand das Treffen auch mega nice. Gut, so ein QNTV oder so ein Jasnero, die habe ich ja schon mal vor 2 Jahren auf der Gamescom kennengelernt. Da war ich aber auch nur irgendwie einen halben Tag mit denen unterwegs. Deswegen habe ich die halt schon einmal gesehen gehabt. Letztes Jahr habe ich keinen von den beiden gesehen. Den Olli habe ich aber neu kennengelernt, sage ich mal. Den kannte ich jetzt auch noch aus Stream Talks irgendwie. Und auch seinen Streams und Videos im Generellen ist aber auch auf jeden Fall ein strammer Bursche. Ich wünsche dir was. Nicht nur beim Bowlen. auf jeden Fall auch ganz entspannter Typ. Und ich fand es halt cool, dass man einfach mal zusammensitzt. Also gerade, weil wir machen ja alle ähnlich geartete Videos. Dass man sich dann mal ein bisschen hinter den Kulissen auch so drüber unterhält, was abgeht. Und es war an für sich entspannt. Also ihr merkt ja selber, wir haben jetzt nicht wirklich ein Streaming oder ein Video zusammen gemacht. Also das war jetzt spontan das eigentlich, was wir gestern Abend aufgenommen hatten. Wo die Speicherkarte ja Probleme gemacht hat jetzt. Das war auch ein relativ spontanes Video. Vielleicht lässt sich das nochmal retten. Das war auf jeden Fall witzig. War einfach cool. So mal alle Leute. So. Na Tobi, das bist du. Ich muss aber sagen, ich finde auch, so auch mal die Hintergründe zu sehen, das ist immer am Ende. Ich finde, das ist wirklich mit Abstand das Geilste. Real Talk, Roboface, du wurdest mit deiner Donation überholt. Carsten hat wirklich eine 21-Euro-Donation rausgehauen. Wollte ich dir bloß nur sagen, aber schön, dass du wieder da bist. Das ist wirklich immer am interessantesten, glaube ich. Ich war ja auch damals, habe ich auch QNTV schon geschaut. Oh, keine Ahnung, das war vor 5 Jahren oder so. Da habe ich ihn ja schon geschaut und da habe ich ja selber noch nicht weiter YouTube gemacht, so. Und jetzt ist es einfach so, ich bin einfach mit QNTV echt gut befreundet, also wirklich ziemlich gut befreundet. So, ich bin am Wochenende bin ich wieder bei ihm, obwohl ich jetzt letzte Woche ja bei Meinungsbürgertreffer am Start war, auch in Braunschweig. Und ich bin am Wochenende wieder in Braunschweig, weil wir seinen Geburtstag nachfeiern. Und ja, man, ey, wirklich hat sich eine Freundschaft entwickelt. Ich finde das richtig geil. Und es ist halt wirklich mal interessant zu sehen, wie es eigentlich hinter den Kulissen abläuft. So, was machen große YouTuber? Wie sind die connected? Was haben die für Placements? Wie viel Geld bekommen die mit Placements? Was weiß ich? Alles sowas, das kann man einfach mal so gucken. Und das ist einfach so geisteskrank. Und, oder was fahren die für Autos? Wie ist der ihr Lebensstil? Und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall gestört. Es ist wirklich gestört. Nichtsdestotrotz, irgendwas muss ich sagen. Ich finde es bei Tim. Finde ich's, die haben echt eine geile Bude, so gar keine Frage. Aber ich finde, also, aber das Ding ist halt einfach, dass es halt auch Braunschweig ist, sind die Wohnungen halt teurer als hier im Osten und hier hast du halt viel, viel mehr Platz für weniger Geld. Das ist halt einfach das Geile. Deswegen kann ich würde zum Beispiel, glaube ich, jetzt nicht von der Wohnung her mit Tims Wohnung tauschen. So nochmal privat kennenzulernen oder neu kennenzulernen, einfach mal mit den Abzügen Wochenende auf entspannt, war einfach nice. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was mit der Speicherkarte ist, und zwar Dude mit Maske wollte ein Video aufnehmen. Wir hatten dann in Tims Arbeitszimmer alles aufgestellt, nur leider hat irgendwie die Aufnahme nicht ganz geklappt, so die Datei ist beschädigt, jetzt sind die Qualitätsaufnahmen leider verschwunden. Also ihr verpasst da wirklich was, also es war wirklich sehr witzig. Vielleicht schafft das noch die Dragons, Aufnahmen zu retten, schön, aber... Schönen Abend, Bruder, schön, dass du da warst. Mal sehen, dann kommt er natürlich auf seinem Kanal, könnt ihr natürlich unten auch abchecken, habe ich verlinkt. Also, ja. Überweisung kommt dann, ne? Überweisung okay, kommt, perfekt, ja, also perfekt. Für uns. Ja, ja, klar. Wir hatten ja unsere Gastparts. Wenn du so viele VIPs in den Videos hast, dann musst du das halt auch monetär dann geltend machen lassen. Ja, so ein bisschen die Rolle hat er den Drachen geworfen, hat man Geld, dass der mal kurz in einem Video gesagt hat, dass... Ja, überleg mal. Ja. Das kriegst du halt nicht mal so MG eben geschenkt. Ich hab's mir gar nicht angeguckt. AMG GTS von. Das ist ja auch eine Menge Arbeit für die beiden, also für die generell GTS. Für die anderen großen ja. Meinungsblogger. Ja, dann haben wir uns auch überlegt, reden wir mal ein bisschen so über die einzelnen Meinungsblogger, wie wir die halt persönlich jetzt, so wahrgenommen haben gespannt, und kennengelernt haben. Und da muss ich halt auch mal sagen, so im Großen und Ganzen war die Gruppe eigentlich echt sehr, sehr cool drauf und nett. Und ja, mit wem wollen wir anfangen? Mit welchem Meinungsblogger? Ja, fangen wir mit Olli an. Ja. Olli, also Alpha Kevin, habe ich persönlich als einen richtig sehr, sehr lustigen Typen kennengelernt, der sich auch nicht so schade ist für irgendeinen Spaß, also ob wir jetzt im Restaurant saßen und ein bisschen Ketchup reingeschaufelt haben. Ne? Und ja, das hat einfach ohne Hemmung da mitgemacht, ne? Und das war einfach lustig so. Das ist generell so, seine ganzen Sprüche und so, wie er drauf war, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also, danke, Mann. Super klasse Typ. Kann man auf jeden Fall supporten. Ja, wolltest du noch was zu Olli sagen? Ich habe ja gerade schon relativ viel zu Olli gesagt. Also, ja, Roboface, Bruder, ey.
Dankeschön auf jeden Fall, Baku, für die netten Worte. Freut mich auf jeden Fall sehr, sowas zu hören. Wenn gesagt wird, dass ich ganz lustig bin, dass wir gut miteinander chillen konnten. Das stimmt auf jeden Fall. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben mega gut harmoniert. Und es gab halt auch, und das hat halt auch Tim schon in seiner Instagram-Story gepostet, es gab halt so kaum Meinungsverschiedenheiten oder so. Wir waren alle so auf einer Wellenlänge. Und Alter, wirklich die Abende, die waren wirklich lustig. Wir hatten so viel Spaß gehabt. Also gerne auch eine Wiederholung. Wirklich hätte ich richtig Bock drauf. Hat leider nur meine Vita-Cola vergessen. Also wenn ihr demnächst irgendwann mal bei mir im Schande. Stream seht. Ja, Schande, ne? Hey, da ging keine Grüße raus. Also wenn ihr mal demnächst bei mir im Stream seid oder so und ich da Vita-Cola trinke, dann habe ich die nicht von Olli bekommen. Muss ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Sondern ich habe mir die selber gekauft in Braunschweig. Ja, sonst wäre ich hier einfach leer ausgegangen. Wäre ich ohne Vita-Cola zurück nach Hause gefahren. Ja, das war nicht so geil. Richtig traurig, Mann. Ja, er hat sich wirklich eine gekauft. Ja. Reden wir mal über Robin, also Just Nero. An sich habe ich mir den auch ein bisschen ruhiger vorgestellt, aber der Eindruck hat sich als falsch erwiesen. Er ist auch ein richtig lustiger Typ. Also wir haben auch richtig viel gelacht zusammen. Und ich hätte es echt nicht gedacht. Ne? So, man trifft sich so mit den Leuten und alle ticken irgendwo gleich. So, sind so gleich bescheuert so im Kopf, muss ich sagen. So, das feiere ich halt. Ne? Jo, hast du noch was zu Robin zu sagen? Ja, also Robin, Just Nero ist auf jeden Fall so der Typ, mit dem kann man sich halt wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Also das ist wirklich so, das hatte ich auch schon damals so gehabt, das Gefühl. Also egal, worüber man redet, ob es jetzt Politik oder Mode ist oder so, also man findet immer irgendwie einen gemeinsamen Punkt, wo man drüber reden und diskutieren kann. Und das ist halt auch so das Coole und was viel Spaß gemacht hat, würde ich sogar sagen. Egal, worüber man redet und ob man jetzt da vielleicht auch eine andere Meinung hat, man kann einfach miteinander diskutieren. Und das finde ich halt immer am coolsten. So, wisst ihr, wenn man mit Leuten diskutieren kann und nicht nur, ja, okay, Tobi, kannst du bitte eine Umfrage machen von Toni Luni? Das ist halt immer irgendwie langweilig. So, mit ihm findet man immer irgendetwas, wo man doch vielleicht nochmal zusammenfindet. Jo, als nächstes reden wir mal über den größten der Meinungsblogger-Szene. Alter, ey, bei mir, das war ein relativ langer Part, bei Just Nero so ein kurzer Part. Na gut, das liegt aber einfach daran, dass ich glaube, ein Just Nero in Dude mit Maske hat halt auch mehr über mich zu erzählen. Weil wir halt auch viel miteinander schon gemacht haben, sage ich mal. Auf Homo-Basis auf jeden Fall. Ja, krass. Und zwar über Feiergoden. Ja. Also die Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir uns die ganze Zeit das Yo, Leute, Max am Start angehört. Und es war wirklich episch. Ich habe das auch recht gefeiert, ne? Das hat echt Züge von ASMR gehabt. Also ich habe mich sehr beruhigt und schlafen. Joa. Also holt ihr auch so Feiergoden auch nicht zu sagen. Wir haben heute in Hallen des Hotels. Nach dieses Wir haben das auch in die Tür in die Türen eingeritzt, Fall, ja. Ne, für die Nachwelt erhalten sozusagen, damit auch Leute, die nicht in der Meinungsblogger-Szene drin sind, die ganze Thematik auch ein bisschen nachvollziehen können, diese ganzen Emotionen, die dieses Jo, Leute, Max am Start beinhaltet. Ja, mehr gibt es eigentlich zu Feiergrund auch nicht zu sagen. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. So, der nächste, über den wir reden wollen, ist natürlich der Hausherr, der in Braunschweig hausiert, und zwar KuchenTV. Ja, ich persönlich so habe ihn als einen sehr netten und gastfreundlichen Menschen noch kennengelernt. Also erstmal Props dafür, dass er überhaupt sozusagen sagt, ihr könnt alle bei mir chillen. So, er hat ja auch Frau und Kind zu Hause. Das ist ja nicht ganz so einfach, wenn dann auch vier verschiedene Leute noch dazu sind zu Besuch, die dann auch unterschiedlich laut sind. Man grölt rum, so ist halt irgendwie, ja, artet ein bisschen. Also Leute, er formuliert es auch sehr harsch, würde ich schon fast sagen. Also ich glaube nicht, dass wir rumgegrölt haben, aber ja, es kann natürlich auch schon mal ein bisschen lauter werden, wenn man Lachgas am Start hat, Alter. Junge, was war das bitte für eine kranke Zeit? Nee, also wirklich absolut wild. Er hat halt alles möglich gemacht, sodass man sich auch ein bisschen hier so zusammenfindet, ne? Und dafür erstmal nochmal ein herzliches Dankeschön. 6 Minuten, dann bin ich weg. So für die ganze Gelegenheit, sodass man auch alle mal kennenlernen durfte. Er hat ja auch Dude mit Maske sein ganzes Equipment da bereitgestellt, dass er sein Video aufnehmen kann. Und da gab es halt irgendwie wirklich keine Momente, wo man sagt so, ja, ist jetzt ein bisschen unangenehm, so dass wir jetzt hier sind. So, weißt du, man hat das ja manchmal, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Mhm. So, Besuch ist ja wie Fisch. Je länger er bleibt, desto mehr stinkt er so, weißt du? Und man hat halt nicht das Gefühl, dass er halt irgendwann so das Gefühl hat, so, ja, jetzt haut mal ab langsam so. Wir waren halt teilweise bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens dann bei ihm. Und er hat auch immer mit durchgezogen, so mitgemacht. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so, ne? Und ich hätte echt nicht gesagt, dass man sich halt so mit allen so gut versteht. Ja. Man hat das ja meistens das so, dass man so ein, zwei Leute hat, mit denen man halt besonders gut klarkommt. Ja, ich hätte schon gedacht, dass man sich gut versteht, so einfach, weil wir halt auch immer was zu besprechen haben. Ich meine, guck mal, das Geile ist halt auch einfach, man sieht sich halt kaum, oder beziehungsweise hat man sich noch nicht gesehen. Wenn man dann sich das erste Mal sieht, dann kann man halt über alles direkt sprechen. So, das ist einfach das mega nice. So, und ich denke mal, das ist auch generell so ein guter Übergang jetzt so für die Szene. Wenn wir jetzt mal für unsere Gruppe jetzt so sprechen, die sich jetzt so ein bisschen herausgebildet hat. Ich finde halt, das stärkt auch so ein bisschen so den Zusammenhalt, wenn man jetzt da so ein bisschen sich auch auf persönlicher Ebene kennenlernt. Und man kann halt auch, man muss ja nicht immer so ans Geschäftliche denken, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt ein bisschen lustig, wenn wir das so sagen mit unseren 2-3 Abonnenten so nach dem Motto. Aber auf persönlicher Ebene einfach. Ne? Man hat so ein bisschen so den Kontakt so zu ein bisschen größeren auch in der Szene. Und alle, man versteht sich halt und kann da halt auch sozusagen nicht nur jetzt das Geschäftliche sehen, wie ich ja schon gerade gesagt habe, dass man daraus Vorteile zieht. Ich meine, wir hätten jetzt auch sagen können, so pass auf,
dass man jetzt irgendwie Videos machen, zigtausend Insta-Fotos oder was auch immer. Ja, halt aber man hatte jetzt nicht einmal das Gefühl, dass man es macht, nur für YouTube. Nee. So, und das ist mir persönlich halt auch wichtig. So klar stimmt, freut man sich darauf, wenn man da als kleinerer irgendwie einen kleinen Vorteil daraus zieht. So, ich glaube, jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Yo, safe. Aber im Grunde hatte man wirklich einfach das Gefühl, man trifft sich so als, sagen wir jetzt, als Freunde so, weißt du, so auf dieser Ebene so. Und das hat mir halt persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch sehr viel bedeutet, muss ich auch sagen. Ja, es war jetzt halt weniger wie eine Geschäftsreise oder so, dass man sagt, ja komm Jungs, ihr kommt jetzt mal rüber nach Braunschweig, wir knallen jetzt hier mal ordentlich ein paar Videos und Livestreams durch und fertig ist die Kiste. Das, was wir gemacht haben, wir haben halt eigentlich nur gechillt die ganze Zeit, waren zusammen essen und so, also wir haben extrem viel gelacht. Das kann man eigentlich nochmal als Resümee am Ende ganz gut ziehen. Hat einfach mega Bock gemacht so. Ja. Einfach über Gott und die Welt geredet. Ja, ich muss auch sagen, dass war echt, es war zum einen eine geile Zeit und zum anderen hat sich es auch für mich angefühlt wie, man trifft sich mit Kumpels und nicht mit YouTubern so an sich. Also klar, man trifft sich ja mit YouTubern, gar keine Frage, aber es sind halt einfach schon Kumpels. So. Man hat sich eigentlich mit allen mega gut verstanden. So, ich meine, ich habe Robin noch abgeholt vom Bahnhof. Es war einfach eine richtig geile und angenehme und chillige Atmosphäre. Dementsprechend würde ich das gerne immer wieder machen. Es bockt mega, mit den Jungs zu chillen. Die sind nicht abgehoben, die sind nicht asozial oder sonst irgendwas, klar, die furzen auch gerne mal, ne, grüße ich ihn raus an Robin und an Baku, die sind, das ist, also wie kann man denn bitte auf Schnipsen furzen, wisst ihr? So, ich kann das einfach nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich einfach zu unasozial bin, aber da muss ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten. Ich werde danach übrigens den Stream beenden, also abgehangen. Wir können mich diesmal nicht mehr bestellen. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, klar, das ein oder andere YouTube-Thema, hat man natürlich drüber geredet, ne, weil das ist für zwei von uns aus der Gruppe ist es ja Hauptberuf. Für einen ist es ein Teilzeitjob, würde ich jetzt sagen. Also für Olli kann man, denke ich mal, so formulieren. Für uns beide ist es halt Hobby. Aber trotzdem, bei jedem hat es halt als Hobby angefangen irgendwo. Und das ist natürlich. Ja, es ist trotzdem krass, ne? Ich habe aber auch selber aus den Tagen jetzt wieder mitbekommen, was das für ein Privileg ist, das, was ich hier mache, als mein Nebenberuf oder als Nebenberuf bezeichnen zu können. Alter, wer kann behaupten, dass er mit seinem, mit dem, was er gern macht, mit dem, was er sich als Hobby aufgebaut hat, einfach so finanzieren zu können, dass man sich einfach, dass man es einfach als Nebenberuf macht. So, das ist doch unglaublich heftig. Es ist doch unglaublich heftig. Na, da haben ja unterschiedliche, sag ich mal, Bekanntschaften auch noch zu anderen YouTubern. Ne? Also dann redet man vielleicht mal über den oder über den, hey, ne, hast du das von dem gehört und so. Also das ist halt wirklich auch nochmal interessant gewesen. Ich bin am Ende sogar froh, dass man da nicht wirklich irgendwie sich jetzt hingesetzt hat und da was weiß ich für Skripte noch runtergeballert hat und da noch ein Video aufgeschrieben hat. Das hätte einfach nicht gepasst. Also A, zeitlich nicht und True. B, war der Vibe dafür einfach nicht so wirklich da. So, weil sonst, ich finde sowas... Wir hatten auch gar nicht, also ich glaube, wir hatten auch nicht mal so das Interesse oder auch die Zeit dafür, ein Video unbedingt zu machen. Mir ging es auch nicht darum, dass ich jetzt dorthin gehe und ein Video mache. Ich dachte mir so, es wird einfach nice. Wir chillen da eine Runde, wir reden einfach mal miteinander, weil wir uns in Real Life noch nie getroffen haben. Also ich habe bisher nur Kuchen.tv schon ein paar Mal gesehen, in Chasnero noch nie gesehen, in Tüten mit Maske oder Baku auch noch nie privat getroffen. Und dementsprechend fand ich, war das einfach mal so zum Kennenlernen. So, mir ging es auch gar nicht um irgendwelche Videos so an dem Tag. Ich habe zwar meine Kamera mitgebracht, aber ich dachte mir auch so, ja, wenn es nötig ist, okay, aber sonst, keine Ahnung. Sich halt irgendwie ergeben und nicht so konstruiert sein, dass man jetzt sagt, ja komm, wir nehmen uns jetzt mal irgendwas vor und rasten da komplett drauf aus. Also so ein Video muss generell und auch so eine Kooperation meiner Meinung nach, da muss man immer, die beiden Parteien müssen da so ein bisschen selbst von drauf kommen und dazu muss man irgendwas finden und nicht so sich dazu zwingen, jetzt was zu machen. Ja, und man muss auch einfach mal sagen, es ist auch einfach mal schön miteinander abzuhängen, wo es dann halt einfach nicht die ganze Zeit um Videos geht. Wie er gerade schon gesagt hat, klar haben wir uns auch mal über YouTube unterhalten oder über irgendwelche anderen Sachen, aber ich glaube, keiner ist dem anderen irgendwie auf den Sack gegangen mit, ne, so dass man das Gefühl hat, man hat das ja relativ schnell, dass jemand irgendwas macht und ein gewisses Ziel so im Kopf hat, was er damit erreichen will. So, und ich glaube, das haben wir zumindest beide nicht. Gut, wer will von uns was so, ne? Mit unseren zwei, drei Abonnenten so, da lachen Jasnero und Kuchen.tv drüber. So Alpha Kevin hätte die natürlich gerne, damit er endlich seinen Playbutton hat. Der nimmt ja, alles Mann, mit, Junge. Ich nehme alles mit, Leute. Ja, Mann, also, der hat auch versucht, die ganze Zeit uns zu bezirzen, damit wir ihn pushen, damit er endlich seinen Playbutton bekommt, aber... Das ist die Rache für den Spruch in dem Video, falls du das siehst, Olli. Das ist die Rache, wenn die Aufnahme jetzt noch zu retten ist. Dann gibt's richtig Ärger, Junge. Ich sag dir das nur einmal. Ja, und als Grundfazit, damit wir auch mal so ein bisschen einen Punkt an der ganzen Thematik mal hinten dran setzen können. Also mir hat das persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe mich auch mit allen relativ gut verstanden. Klar ist das noch ein bisschen so, dass man halt die Leute noch nicht so richtig doll kennt. Ne? Man hat jetzt ein paar Stunden miteinander verbracht, sag ich mal. Und wenn da was in Zukunft wieder weitergeht, dann baut sich das halt natürlich auch so ein bisschen auf. Nun kristallisiert sich ja noch mal ein bisschen. Und ich denke mal, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das dann auch in Zukunft wiederholt. Vielleicht mal nicht in Braunschweig, sondern mal irgendwo anders, ne? Dass man so ein bisschen Abwechslung reinkriegt. So außer Tim sagt so, ja, ihm ist das egal. So. Mir ist das persönlich. Wobei ich halt sagen muss, Braunschweig würde sich halt am besten anbieten.
So, keine Ahnung, so, das ist halt einfach so die Mitte von Sachsen und NRW, wo die beiden herkommen sozusagen. Es ist halt einfach wirklich mit Abstand das Beste, sich in Braunschweig zu treffen, weil keine Sau wohnt im Zentrum Deutschlands wie Tim. Ich auch egal. So. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen so plaudern, so wie unser Treffen war. Ist jetzt so ein bisschen ein Video mal aus der Reihe, so kein Meinungsblock oder sowas auf Jo. meinem Kanal. Aber ich denke mal so, einfach mal so zwischendrin kann man das Video gerne mal reinwerfen. Ja, ansonsten, falls du noch was zu sagen hast, check ihn auf jeden Fall ab. Ich habe ihn unten markiert. Der wildeste Kanal YouTube Deutschlands, muss Der man sagen. mildeste Kanal. Mildester, ja, das hat sich auch noch rauskristallisiert. Ja. Nö, es ist schön, dass Madeira, der Meinungsblogger, auch nur die schönen Seiten von Madeira drin hatte. Ja, und guck mal, Und und bei kein uns gab Abdel. es kein Beef.